So, Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe nochmal Minigames für uns besorgt. Ich weiß, Minigames sind nicht unbedingt das, was die meisten Leute sehen wollen, aber ich feiere die Minigames, ich finde sie super, ich finde sie toll. Ja, was soll ich sagen? Gucken wir uns Minigames an. Fangen wir bei den Minigames für Commander Legends Baldur's Gate an. Und zwar haben wir Würfeln auf Initiative. Das ist ein Minigames, das 1:1 genauso in dem wunderschönen Adventure of the Forgotten Realms schon drin war, wo man eben mit verschiedenen Karten verschiedene Initiativwürfe aufboosten und wieder runterboosten konnte. Ich habe selber keinen Unterschied entdeckt. Dementsprechend hier oben seht ihr das Video, wo es zu eben dem anderen Video geht, zu Baldur's Gate, nee, zu Adventure of the Forgotten Realms, zu viele Dungeons and Dragons Sets. Und ja, könnt ihr euch da angucken. Ich gehe nicht nochmal drauf ein. Auch wenn es nur 3 sind, ich finde das immer ein bisschen ätzend, dann ziehe ich lieber die Videos runter so auf 5 Minuten, als dass ich euch jetzt erkläre nochmal, wie Initiative funktioniert. Ich wiederhole mich bei Booster Openings schon oft genug. Dann haben wir das. Dann öffnen wir das. Genau. Ich bin so kacke öffnen. So, machen wir so rum, damit wir es nicht sehen. Keinen Kartenrücken. Jo. Bestes Ding, durchgemischt. Ah, jetzt den Vollminz und Puh schön zerkratzen. Mhm. Was ist? Die ist. Auch ohne. Das ist eine unterschriebene sogar. Oh. Stimmt, 10 Cent wert. Dann du eins, ich eins. 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 2, 4, 6, 8. 4, 6, 7. Nö, die kommt weg. Okay. Was ist denn? Das wissen wir noch nicht. Aber die dürfen wir uns jetzt angucken. Ja, ne? Die dürfen wir uns angucken. Wir müssen dann gleich würfeln. Ich glaube, ich habe die Rare. Da können ja mehr drin sein. Stimmt. Da können ja mehr drin sein. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Ankamen, Heilige. Genau. Ja, das ist auch, das ist richtig. Es geht um weiße Karten. Genau, das können wir jetzt anders machen. Dann würfeln wir. Dann würfeln wir mal. 12 und 18. 12 und 18. Okay. Und dann muss der mit der höheren Initiative anfangen. Das bin ich. Denn nee, der mit der niedrigeren Startinitiative beginnt. Der mit der niedrigeren Startinitiative. Den willst du anfangen. Und dann? Ich würde die Weiße auf mich spielen und würde sagen, am Ende des Spiels wird meine um 2 erhöht. Am Ende des Spiels wird deine um 2 erhöht? Ja, dann du. Machen wir, glaube ich, die langsame, langweilige Sache, nicht die langsame Sache. Ich habe auch eine weiße Karte. Okay. Dann negiere ich deine weiße Karte mit meiner schwarzen Karte. Du negierst deine weiße. Meine weiße Karte mit deiner schwarzen Karte. Müssen wir ja erstmal gucken. Aber man kann Karten auch verdeckt hinlegen, damit man Karten nicht ausspielen muss. Damit man die nicht ausspielen muss. Ja, so viel bleibt mir nicht über. Ich würde so eine Karte verdeckt dahin spielen. Und die gibt dir einen Punkt. Dann würde ich einen Duke Uldur Ravenguard spielen. Glitzerig. Der weiß auf mich, ja. Und der rote auf dich. Ich darf für dich neu würfeln. Ja, und es muss weniger sein, nicht? Nö, das ist dann einfach deine neue Initiative. Und der weiße, du kriegst nochmal 2 dazu. Genau. Du bist bei 14. Ja, ich bin aktuell bei 14, du bist bei 13. Aber ich glaube, dann würde ich meine blaue Karte spielen. Okay. Junge Mystic Trickstar. Da darf ich für dich würfeln. Und wenn es niedriger ist, ist das die neue Zahl. Oh nein. Nur wenn es niedriger ist. Okay. Hab 12. Und 18. Dann bleibt es also auf der 12. Immerhin. Immerhin. Gut, dann würde ich den Sapphire Dragon spielen. Wird das selber dir auch mal? Dann mach mal. Yes! Yes! Endlich mal Pech im Spiel, Pech im Ding. Guck mal, wir haben noch eine blaue Karte. Okay. Dann versuchen wir es nochmal bei so mir. Eine 1 und Crit oder so, ich sehe es kommen. Oh, immer noch bei der 12. Ja. Ich bin da nicht so gut heute drin, wa? Dann würde ich für mich selber würfeln und das Ergebnis nehmen, wenn es höher ist. Ja. Yes, das ist höher. 15. Jetzt wird es langsam knapp. Ja, aber ich habe nur eine rote Karte. Okay. Dann würfel ich nochmal für dich. Und das Ergebnis bleibt einfach stehen. Das ist eine 8. Das ist eine 8. Die bleibt wohl schon stehen, die 8. Das ist ja doof. Ja. Aber du hast ja theoretisch 12 im Moment. Dann lege ich meine verdeckt.
Ja, hast du 13, wa? Das habe ich 13 aktuell, ja. Weißt du was? Farblose Karte, wa? Ja, wenn wir wollen, wir können wir neu öffnen. Ja. Aber wir müssen das Ergebnis dann behalten. Wir müssen das Ergebnis dann behalten. Okay. 10? 10. Dann ende ich mit einer rot-grünen Karte. Also du würfelst, ich beide würfeln. Genau, ich darf für beide würfeln. Und bei wenn's, dir, wenn es höher ist und bei mir... Wenn es niedriger ist. Nee, rot bleibt einfach so. Blau ist, wenn es niedriger ist, oder? Ja. Stimmt. Ja. Okay. Elf war's. Ich nehme die. Ja, ich kann dir nichts dazu sagen. Aber ich habe noch eine farblose Karte. Ich möchte nicht neu würfeln. Ich würde gerne mal nochmal neu würfeln. So. Okay, jetzt müssen wir einmal durchrechnen. Ich habe zwei weiße, sind Dings. Ich habe fünf obendrauf. Ich habe nur einen obendrauf, weil der ist stimmt, ja von dir gecountert. Und hier machen wir, hier kriege ich ja nichts dazu. Ja, mega. 25, 21. Sehr schön. Beide auf 20. Krass. So, dann haben wir Mimic Memory. Wir brauchen 2-4 Spieler, 2+ Booster und 10 Minuten Zeit. Wir kombinieren und sammeln die meisten Schatztruhen. Den aufgepasst, zwischen der Beute verstecken sich Mimics. Mimics, okay. Wir öffnen pro Spieler einen Booster, entfernen alle Länderkarten und Karten, die keine Landrückseite haben, mischen die übrig gebliebenen Karten, legen zwei Länder, das sind die Mimics, zurück ins Deck und mischen es. Legen 16 Karten verdeckt auf ein 4x4 Raster, ermittelt per Zufall, wer beginnt. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir brauchen einen 4x4 Raster. Wir brauchen 16 Karten. In so einem Booster, in einem Set-Booster sind, ja doch, das passt. Das passt. 14, 16, das passt. Gut. Spielablauf. Schau dir heimlich zwei Karten aus deinem Roster an, aus deinem Raster an. Falls du eine Farbe oder einen Mana-Betrag gemeinsam machst, kannst du sie offen vorzeigen, ansagen, was übereinstimmt und die Karten nehmen. Memory-Style. Und danach hast du einen weiteren Zug. Andersfalls lässt du die Karten liegen und der nächste Spieler ist am Zug. Hinweis. Farblose Karten können mit anderen farblosen Karten kombiniert werden, aber Mimics können nur miteinander kombiniert werden. So ist es richtig. Nachdem ein gültiges Paar gefunden wurde, liegen zwei Karten auf dem Deck verdeckt auf den leeren Felder, also vom Deck runter. Okay, also muss man alle Decks zusammenschließen. Das habe ich mich auch gerade gefragt, ob jeder sein eigenes Feld hat, aber nein, das ist es nicht. Alle Booster werden zusammengemischt. Das heißt, ihr müsst eure Leute wieder sehr, sehr gut kennen, damit ihr eure Booster zusammenmischt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Genau. Und die Partie endet, wenn ein Spieler die beiden Mimics aufdeckt. Das Ende der Partie erhält jeder Spieler jede gesammelte Karte einen Punkt. Also nicht fürs Pärchen, sondern für jede Karte. Der Spieler, der die beiden Länder kombiniert und durch die Mimics aufgedeckt hat, erhält zwei zusätzliche Punkte. Das ist nicht viel. Aber okay. Bei Gleichstand entscheidet der, der die Mimics aufgedeckt hat, wer gewinnt. Nett. Sehr, sehr nett. Aber damit haben wir eben hier das zweite Minigame. Ja. Gut. Dann haben wir zwei Booster. Booster aufmachen. So viele Booster habe ich schon lange nicht mehr aufgemacht in einem Pack. Dann alles mit dem Kartenrücken wieder raus. Das heißt, hier ist ein Death Tyrant, der rausgeht und Sehr schön. Hast du den passenden... Habe ich endlich mal einen Token dafür. Oh, du hast eine Karte von der Liste. Bleibt drin, wa? Ja, die bleibt drin. Und Standardland, oder? Ja, die bleibt auch drin. Oder nicht? Mm-mm. Keine Magic-Rückseite haben. Entfernt alle Länder. Okay, da müssen wir das angucken. Alle Länder? Ah, nee. Ja, alle Länder. Also alle Standard... Nee, alle Länder. Alle Länder. Alle Länder. Okay. Aber da war nur ein Land drin. Bei mir auch. Das sind zwei Sümpfe. Das ist sehr gut, weil dann können wir die nämlich gleich wieder reinballern. Hier, da hast du noch eins für den Glitzer. Oh, ja. Für den Glitzer. So, der Rest wird zusammengemischt? Jo. Hätten wir auch gleich drin lassen können. Ja, das ist korrekt. Eins, zwei, drei. So, die anderen kannst du oben beilegen. Die kommen hier hin. Genau. Ja, wer beginnt denn? Wir. Durch Zufall. Gerade. Du möchtest gerade haben. Kannst auch Tore sporen. Ja, das zwei. Ist gerade. Da würde ich gerne anfangen. Ich nehme die Karte. Ja. Und die Karte. Nö. Nö, sagt er. So, dann gucken wir mal hier rein.
Und hier möchten wir mal rein. Ha! Soll ich dir was zeigen? Oh, die sind beide grün. Die sind beide grün. Deine Punkte. Dann werden zwei von hier oben runtergelegt. Genau das. Und du darfst weitermachen, wenn du möchtest. Weitermachen. Ja, na, ja. Natürlich. Da haben wir das. Das ist wahrscheinlich voll so gekürt, wie das jetzt schon. Aber die sind unterschiedlich farbig. Dann nehme ich die beiden. Einmal das und einmal das. Nö. Dann nehmen wir den. Multicolor ist egal, nicht? Multicolor kann für beides zählen, soweit ich weiß. Für alles zählen, wa? Genau, die Karten müssen eine Karte, falls eine Farbe oder der Mann. Okay. Dann machen wir mal hier. Oh, das ist natürlich auch. Das war jetzt auch nicht so schwierig, um ehrlich zu sein. Sehr gütig. Das ist jetzt auch gar nicht so schwierig gewesen. Ja. So, dann gucken wir uns mal die an. Und die hattest du auch schon gesehen. Und dann legen wir wieder die dahin, wo die hingehören, weil die haben keiner. Ja, weiß und weiß. Ah, ja, ja. Jetzt ist halt so. Ja, ich glaube, da bist du schon wieder durch mit dem. Die. Da sind die Länder. Und dann ist das Spiel vorbei. Und dann haben wir noch die. Ja. So, Punkteauswertung. 1, 2, 3, 4, 5 habe ich. Ja, ich glaub, du für hast jede gesammelte mehr. Karte. Achso, für jede. Dann habe ich 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und ich kriege 2 Punkte für die Mimikris, also 20. Oh, Memory King! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Memory King! Sehr cool. Sehr cool. Gucken wir uns das dritte Minigame an. Das dritte Minigame ist Minimaster. 2 Spieler, 2 Booster, 10 Minuten Zeit und Standardländer. Spielt eine schnelle Partie Magic nur mit den Karten aus einem einzigen Booster. Jeder von euch öffnet einen Booster und legt die Karten ohne Magic-Rücken beiseite. Versucht dabei, den Rest der Karten nicht anzuschauen. Fügt dann 3 von jedem Standardland hinzu, Ebene, Wald, Sumpf, Gebirge, und euer Deck und mischt es. Das ist euer Deck. Dieses Ding kommt mir sehr bekannt vor, weil das habe ich ganz am Anfang mal, bevor ich die Minigames rausgebracht habe, in einem Video erklärt. Auch das seht ihr hier oben, das war auch so ein Minigame-Video, dass ein Kollege und ich das regelmäßig gemacht haben, die Booster Games. Wir haben es Booster Game genannt, nicht Minimaster. Wir haben nur 2 von jedem Land reingepackt, das reicht auch. Und ja, ist ganz cool. Wir ermitteln per Zufall, wer anfängt und wer beginnt und spielt dann eine Partie Magic. Es gibt viele Varianten von Minimaster. Nachfolgend findet ihr modifizierte Regeln, die ihr für eure Partie nutzen könnt. Auf jeden Fall haben wir weniger Lebenspunkte. Wir hatten zum Beispiel wirklich weniger Lebenspunkte. Falls du 2 oder mehr Exemplare eines beliebigen Standardlands hast, kannst du andere Länder tappen, als wären sie jenes Typs. Dies kann helfen, Kosten und viele Mana zu bezahlen. Nein, das haben wir nicht gemacht. Das kann man machen, dass man eben sagt, okay, ich kann 2 Länder tappen von 2 Forest tappen und kriege dafür einen Mountain. Finde ich nicht so geil. Nach der ersten Partie fügst du deinem Deck eine weitere Packung hinzu und schaust den Inhalt an und entfernst dann alle Karten, die bis zu 30 hast. Wiederhol dies für die dritte Partie. Wir haben einfach neue Booster genommen. Wir haben einfach gesagt, okay, Runde 2 neues Booster, Runde 3 neues Booster, gib ihm. Das ist Booster-Battle. So. Zack, 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 auf zack. Sehr cool. Hier macht man dann auf einmal ein ganzes Deck draus. Kann man auch machen. Okay. Gefällt dir dein Deck nicht, ersetze nächste Partie das gesamte Deck durch einen neuen Booster. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Der Spieler, der zuerst 2 Partien gewonnen hat, gewinnt das Match. Genau, so haben wir es mit Boostern gemacht. So ähnlich ist es auch bei uns gelaufen. Und ja. Das ist ganz cool. Magic, ohne Magic ist alle Seite. Ja, haben sie irgendwo noch was mit weniger Lebenspunkten oder ähnliches geschrieben? Hier, Minigun. Yay! Und was ist das denn?
Vieh. Der andere, der Viehzeug aus dem anderen rauszieht. Ja. Ich habe einen Elefanten mit Vieh. Ja, es ist ein Holifant. Ein Holifant. Ich habe keine Ahnung von D&D. Und du hast wieder eine Karte von der Liste. Hm? Also wenn ihr mal Listenkarten haben wollt. Listen aufmachen kannst. Liste aufmachen kannst. So, jetzt muss ich nur mal gucken, dass die auch alle richtig rum sind hier. Genau. Lustigerweise ist das eins dieser Minigames theoretisch, die mit denen ich angefangen habe, weil ich mit Steffen ja auch immer Booster Battle spiele. Ja. Da nehmen wir ein normales Draft Booster. Also wir können aber Set Booster auch schon genommen. Wir nehmen aber nur zwei Länder pro Basic Land tatsächlich. Ja gut, hier, wenn hier dann theoretisch noch ein zweites Booster dazukommt, genau, genau, Runde 2, genau. Sind Runde das mit zwei. Den dreien schon. Genau, das machen wir jetzt mal nicht. Genau, Runde 3 kommt ein Zuletzt vorbei und der Spieler, der zuerst zwei Partien gewinnt, gewinnt das Match, ist in diesem Fall, wir spielen eine Runde. Und wir gucken mal, wer den Minx und Pu jetzt hat, weil der gewinnt, der Junge. Alle, ich habe sogar den Token dafür. Also passt das. Gerade. Das ist gerade. Das ist gerade. Ja, groß was anders machen können wir nicht. Jo, das ist fein. Dann fange ich mal an. Ich lege mal in den Forest. Jawohl. Go. Dann darf ich eine Karte ziehen. Manchmal Evolving Wilds. Ja. Und such mal nach einem Standardland. Das ist ja jetzt gemein. Du weißt, was in deinem Deck ist und ich nicht. Oh, da ist nur Müll drin. Nur Müll? Oh nein. Da ist nicht nur Müll drin. Ich hab einen Wunsch. Dann du. Ich ziehe meine Karte. Ja, super. Ich lege noch meine Planes und sage go. Jawohl, dann end up. Draw. Dann spiele ich ein Helpgate. Nee, kein Helpgate. Doch Helpgate. Ich wollte einen Forest raussuchen. Verdammt, ich habe keinen Forest rausgesucht. Ich habe einen Mountain rausgesucht. Das ist korrekt. Dann spiele ich eine Noble Purse und fetche mal für 3 Würfel. Und also 3 Marken, die ich da drauflegen kann. Ja. Dann würde ich den Zug schon beenden. Dann werde ich jetzt mal eine Karte ziehen. Mach das. Bitte zerstör meinen Noble Purse nicht. Wenn ich das könnte. Oh, was bist du denn? Das ist ja schön. Aber wir spielen hier jetzt Commander Legend und so ein Blödsinn. Mhm. Also spielen wir einen Forest. Ja. Und auch wenn ich das nicht darf, aber ich habe hier so einen Ernies Gloomstalker. 3-3 Death Touch. Okay, und? Wenn Attacks return to land from your graveyard to the battlefield. Okay. Und to the background. Backgrounds machen ganz viel in diesem Spiel. Ja. Sag mal dran. Zieh ich eine Karte? Was bist du denn? Du bist das. Du bist cool. Das habe ich auch schon gedacht. Aber ich habe natürlich völlig falsche Mana-Farben noch für dich. Da kann ich nichts für. Mach ich mal einen Treasure. Benutze den Treasure für Schwarz für den Typen. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriege ich die Initiative. Hast du dafür auch eine Anzeige für die Initiative? Ich hoffe es doch. Oh, kacke. Er zieht doppelt so viele Karten wie ich. Also ist er tot, wenn ich ihn ausmülle. Ich durchsuche mein Deck nach einem Basic-Land und zeige es vor und nehme es auf die Hand. Und da hast du dein Forest. Ja, nehme ich mal eine Insel. Da hast du Forest, nehme ich eine Insel. So. Dann du. Dann enter ich mal. Und dann ziehe ich meine Karte. Ui. Ich habe auch eine Insel. Ja. Und weißt du, was ich auch habe, was ganz useless? Ha! Ein Background. Commander Creatures you own. Gut, wir können ja sagen, das ist... Commander, whenever this creature attacks a player, if no opponent has more life than that player, this creature can't be blocked this turn. Ja, wir sagen einfach, dass das für Legendary zählt, sonst ist das ja eine Müllkarte. Das ist egal, aber ich greife trotzdem an mit 3. Für this touch. Und ich dürfte ein Land aus dem Graveyard haben. Ich gucke mal meinen Graveyard. Ist voll okay. Dann krieg ich 3 Schaden und du kriegst die Initiative. Sehr schön. Und dann habe ich einen zweiten Würfel für dich drauf. Und geht man denn auch einen weiter runter in der Initiative? Du hast deine eigene Initiative. Ah, ich habe meine eigene Initiative. Das heißt, du darfst jetzt dein Deck nach Schaden natürlich so uns auf die Hand nehmen. Dann machen wir das doch. Muss ich mal gucken, was haben wir denn noch nicht? Ich glaube, jetzt sehe ich auch mal mein Deck. Ja, ziemlich unfair. Ziemlich unfair. Nur weil du das auch schon gemacht hast, zweimal. Hilfe. Ja, wir nehmen, glaube ich, hier einen davon. So. Okay. Dann ich? Yep, dann du. Dann enter. Draw. Yep. Insel, mach ich mir einen Treasure. Ja. Spiele ich mal einen Alundu des hier. Ach du meine Güte, und da ist Tappen, ich ziehe eine Karte, ich exile eine Karte aus meiner Hand, da kommt eine Zeitmarke drauf. Danach nehme ich von allen im Zeitmarkt eine Zeitmarke runter. Wenn die letzte Zeitmarke runtergenommen wird, caste ich die Teile. Na Hilfe. Dann haue ich dich mal für einen. Jupp. Dann kriege ich die Initiative zurück. Jupp. Ich habe die 2. Jupp.
Und dann würde ich gerne Scry 2 machen. Nee. 2 plus 1 plus 1 Marken auf den hier legen. 3-7er Incoming. 3-7er Incoming. Dann du. Dann ich. So, dann enttappe ich mal. Ja. Dann ziehe ich mal eine Karte. Ja. Und ich habe die Initiative wieder. Und du hast die Initiative wieder. Spannend. Oh, ich habe noch. Ich lege hier erstmal noch eine Planks hin. Ja. Weil die habe ich auch noch. Oh, und dann nehmen wir erstmal ein Combat. Ja. Flupp. Damit ich einen Block. Oh, den sterben beide. Okay. Ich kriege aber die Initiative auch noch wieder. Richtig, du kriegst die Initiative nicht. Und zu Beginn meines Saisons reicht eins weiter. Das habe ich doch alles blöd gemacht, aber das ist doch jetzt egal. So, dann nehmen wir da nochmal einen Sharpshooter. Ja. Fluff, 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 fluff. Der hat X2. Ja, X ist die Anzahl an Kreaturen, die ich kontrolliere. Okay. Und wenn ich die ins Spiel kommt, würde ich einer Kreatur mit Fliegen so viel Schaden zumachen, wie die Power hat. Okay. Ich sehe gar nicht so viele fliegende Kreaturen. Haben sie auch. Dann würde ich Kopf sagen. And hab. Draw. Dann gehe ich eins weiter und ich würde sagen, ein Target-Spieler verliert 5 Leben. 15, das ist jetzt hier. Dann würde ich mit dem angreifen. Nochmal für 3 Swing. Ja, wenn du blockst, kriegst du 5. Ja, ich glaube, dann nehme ich lieber die 3. Und dann spiele ich für 3 Mana, wovon ich ein Mana durch das Heap-Geld wasche. Ja. Baba Lysaga. Oh, die Nightwish. 3 Mana, 3-3 tappen. Ich kann 3 Permanente opfern. Wenn 3 verschiedene Kartentypen unter diesen Permanenten sind, verliert jeder Gegner 3 Leben. Ich bekomme 3 Leben und ziehe 3 Karten. Du kannst da Leben und ziehst 3. Okay. Okidoki. Dann du. Dann antappe ich mal. Jetzt brauche ich halt auch dann in meinen Background. Ich muss die Verzauberung opfern. Jetzt so der Minsk. Nee, aber ich habe den Swamp noch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Commander Creature, das ist eine legendäre Kreatur. Ja, wir machen das so, wir spielen das so. Wir spielen hier ein Mechain Duadron. Wenn der angreift, mache ich ein Treasure Token. Ja. Und dann haben wir hier noch ein. Das ist ein bisschen raus. Das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen. Flaming Fist Officer. Der ist schon nicht mehr da. Nach oben. Doch, ja. Doch. Ja. Doch, doch, doch. Jetzt da. Okay. Flaming Fist Officer. Okay. Whenever another creature dies on Flaming Fist Officer. Nee, leaves the battlefield. Nicht control, okay. Leaves the battlefield. Ja, der ist strong. Und dann würde ich sagen. Draw. Gehe ich hier in die 4. Ziehe ich eine Karte. Ziehst du eine Karte? Dann für 5 spiele ich Trakos the Butcher. 3-4 Trampel, wenn er angreift, verdoppel ich die Power von allen Drachen. Und er ist ein Drache? Ja. Das ist strong. Ja. Ja. Dann mache ich für 2 Mana. Ja. Noch ein Guild Artisan. Ja. Commander-Kreaturen haben Kram. Haben Kram, ja. Dann greife ich dich mit dem Battle Ragger. Ja, ich glaube, ich nehme nochmal 3. Wird es nicht blocken für 10? Nee. Fünf. Nee. Dann du. Den tappen wir mal. Ziehen wir mal eine Karte. Sag doch sowas nicht. Ich glaube, das wird hier alles nichts mehr, habe ich so ein Gefühl. ich habe hier noch ein Moldfork. Moldfork. Sacrifice another creature. Oh. Or an artifact. Put a 1-1 counter on Mold Fork. Ja. Bei dir fehlen noch die Bomben. Ja, aber diese Bomben, sie kosten halt viel zu viel. Das ist gerade das Problem. Each player creates. Ja, ich würde mal mit dem mal angreifen gehen. Fupp. Das sind 2-2er. Yep. Würde ich mit der Baba Yaga blocken. Und wir beide kriegen einen Treasure Token. Ja, wir kriegen beide einen Treasure Token. Beide kriegen einen Treasure Token. Und es hat was geliefert, dann kommt da noch eine. Flup. Genau, Treasure Token. Bist auf 9 Leben. Ja, das ist korrekt. Das ist ziemlich viel. Das ist ziemlich, ziemlich wenig. Dann gehe ich in die 6, nachdem ich gerade gezogen habe. Ich reveal die Top 10 Karten meines Decks. Ja. 10. Ich kann eine Kreatur ins Spielfeld bringen, die kriegt 3 plus 1 plus 1 Marken. Und Hexproof. Und das ist doch eine harte Win-Condition.
Ja, ich lass mal den Invoker ins Spiel kommen. Der kriegt +1 Marken. Ja. Und hat Hexproof bis zum Minus. Hilfe. Dann lege ich ein Land. Ja. Dann gehe ich in Combat. Ja. Dann haue ich hiermit und hiermit. Und der ist groß, wa? Der ist 6-4. Der ist 6-4. Trampel. Ja. Also hier kriegen wir auf jeden Fall 3. Das passiert auf jeden Fall. Das passiert auf jeden Fall. Was? Ja. Und den Drachen, den werden wir hier mal doppelblocken. Ja, der ist ja mittlerweile auch schon auf seinen 3-2, wa? Ich glaube, die 5 machen wir auch noch da hinten dran. Ja, den machen wir auch noch mit hinten dran. Ja? Ich glaub, dann blockst du mit mehr, allen drei? Ja. 3, 4, 5. Dann 6. Spiele ich. Ja, der ist relativ groß. Earth Termor. Ich füge dem so Schaden zu, wie ich Länder kontrolliere. Das sind 7. Mhm. Dann stirbt er. Da möchte ich gerade reagieren. Oder? Würde ich ihn gerne vorher sacrificen. Ja. Und dann sollst du eins mal auf den anderen zulegen. Genau das. Wie unfair. Wie unfair, sagst du? André, das nee, ist der auf den. Achso, ja, das ist ja die. Der stirbt sowieso wahrscheinlich gleich. Ja. 4. Vielleicht. Würde ich 4 wegnehmen. Genau, also der wird auch sterben, weil er hast 4 Stärke. Dann kriegst du 2 durch den und 3 durch den sind 5. Ja. Dann gehe ich auf 4. 4. 4. Da. Und meine beiden, die gehen auch von diesem Feld runter. Dann spiele ich für 3 noch ein Dungeon Package. Hi. Dann du. Dann antappen wir mal. Ziehen wir mal eine Karte. Das sieht nicht gut aus. Ja. Spielen wir nochmal einen Mountain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. What the fuck? What the fuck? Geilen Anki-Kra-Kra-Kra-Kra-Kra. 8, 8, Trample, Ward 2. Geil. Other creature you control have Trample and Ward 2. Gute Karte. Ohne sei mal dran. Ab geht. Draw. Ich darf ein Land durchsuchen, auf den Trigger zahle ich 8 Leben und jeder Gegner verliert 4 Leben. Richtig. Mega. Ich durfte den nochmal casten. Immerhin. Den Ding. Alles klar. Meine Bombe. Das ist ganz cool. Das sind die 3 Minigames, die ihr in Commander Legends Baldur's Gate haben könnt und so weiter und so fort. Hier oben seht ihr nochmal die Playlist, wenn ihr noch alle Minigames euch mal anschauen wollt. Gebt denen eine Chance. Die sind wirklich cool. Die sind wirklich cool. Aber das sage ich jedes Mal und niemand hört mir zu. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Black Seed. Ciao, ciao.